Herzlich willkommen bei Energy TV24, der ersten Videoplattform für die Energiebranche. Wir berichten heute live von den European Energy Days 2010 und werfen einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Denn heute trifft sich das Who is Who der Energiebranche. Und im Anschluss laden wir Sie ein auf eine Bootsfahrt der Extraklasse auf der Spree. Seien Sie also gespannt. Und jetzt bei der Diskussion geht es natürlich in erster Linie um die Energieeffizienz, Preispolitik, aber auch die neuesten Technologien. And is it interesting, the conference? It has been very interesting so far. They have gotten a lot of really nice speakers and yeah, it's definitely been interesting. Jetzt bin ich bei Tradespark. Herr Steher, was macht Ihre Firma genau? Tradespark ist ein Softwareanbieter für Leute, die auf den Energiemärkten aktiv sind. Sie sind natürlich heute hier auch Aussteller. Wie kam es zustande, dass Sie gesagt haben, okay, wir wollen auf alle Fälle bei den European Energy Days dabei sein? Ja, das liegt daran, dass wir schon sehr lange mit Montel zusammenarbeiten und das immer ganz ausgezeichnet funktioniert und wir auf diesen Veranstaltungen wirklich unsere Kunden treffen können. Energy TV24 ist auch eine Plattform für den Energiemarkt, die einzige Videoplattform, die es so gibt. Was halten Sie davon, TV im Internet? Eine Plattform ist heutzutage wichtiger denn je, weil sie verschiedenste Personen oder Interessenskreise zusammenbringt und man darüber sehr schnell den geeigneten Ansprechpartner in Ihrem Fall oder Handelspartner in unserem Fall finden kann. I'm a little skeptical about the weather though. I was expecting a little bit more sun. Und nach einem erfolgreichen, aber auch langen Konferenztag heißt es jetzt für die Teilnehmer entspannen und relaxen auf der Spreefahrt. Und das im Herzen von Berlin. A big event. What is the idea behind the European Energy Days? The idea is to gather all the important players from the European energy markets in one place and to discuss the most topical issues of the day. What do you think of the development in prices and future forecasts? Of course, it's very hard to forecast future prices, but I think if Europe is to meet its 2020 targets, then it needs to encourage low carbon investments and to encourage that kind of technology. Then we need higher prices for power, for carbon, and you know, and lower prices, yeah, and higher prices for all the fuels, basically, yeah. Dinner cruise on the Spree, an experience they won't forget? Absolutely, that's the idea. You know, good food, good company, you know, good music, you know, good atmosphere. That's the idea. And now we pay attention for our head. Thank you. Die Bootsfahrt finde ich klasse, vor allen Dingen Berlin mal von der Wasserseite zu sehen, ist immer schon toll. Auch wenn man als Berliner diese Gelegenheiten viel zu selten nutzt. Wir hatten jetzt hier ein paar Reiseführer, die alle nicht aus Berlin waren. Das war total klasse. Ich finde es schon schön, auch unabhängig vom Wasser. Es ist noch hell, man kann was sehen und es ist vor allen Dingen toll, nette Leute zu treffen. Ich freue mich, dass er bei mir ist. Jörg Schultheiß, Sales Manager bei Energie und Management. Was versteckt sich dahinter? Hinter Energie und Management verbirgt sich ein Verlag. Unabhängig, kritisch, kompetent berichten wir seit 16 Jahren rund um das Thema Energiemarkt. An was können sich die Kunden in den nächsten Jahren orientieren? Sie können sich orientieren an nach wie vor dem Printmedium. Eine zunehmende Dominanz von dem Medium Internet, wo ich nach meinen Bedürfnissen Informationen mir zuschneidern kann, die ich will, die ich interaktiv erleben möchte. Also mehr das Gefühlte, mich hineindenken in neue Welten, da geht die Reise hin.
Die European Energy Days. Wir sind jetzt mitten auf der Spree. Fantastischer lauer Sommerabend. Knüpft man auch die ein oder anderen Kontakte hier? Selbstverständlich. Das ist doch der Sinn der ganzen Dinge. Also zum einen neue Impulse zu bekommen auf Veranstaltungen, aber das Networking steht ganz klar im Vordergrund. Ihr Slogan noch zum Abschluss? Be different. Vielen Dank, Herr Schultheis. Sehr, sehr interessantes Publikum, weil die Mischung sehr gut ist. Also Montel hat an der Stelle eine super Zusammenstellung geschafft. Und ich glaube, es heißt nicht, wir mögen uns alle, aber ich glaube, wir lernen uns alle kennen. Ja. Wir sind von der TU Berlin und wir haben hier natürlich eine ganze Reihe Insider. Das ist also wie ein Heimspiel hier. Es macht sehr viel Spaß und ich hoffe, dass Montel im nächsten Jahr wieder auf die Idee kommt, hier so eine Kreuzfahrt zu machen. Die Stimmung ist gut, ist eine gute Mischung aus Unterhaltung und, wie ich jetzt höre, auch unten Musik. Angenehme Gespräche geführt, ein hervorragendes Buffet genossen und auch schon die ersten Tanzschwünge erledigt. Das war Energy TV 24, die Videoplattform für die Energiebranche, live von den European Energy Days in Berlin, direkt von der Spree. Wir hoffen, Sie sind nächstes Jahr wieder mit dabei. Wir sind schon gespannt drauf, sagen Tschüss, auf Wiedersehen und bis bald.